Liebe SC Paderborn-Fans, das Interview der Woche. Heute wieder und wie angekündigt mit Moritz Stoppelkamp. Begrüße dich recht herzlich hier in der Runde. Moritz, hast du gestern DFB-Pokal geguckt? Ja, habe ich verfolgt, das Spiel. War ganz gut was los, ne? Ja, das stimmt. Ja. Am Ende ein bisschen glücklich, aber gut. Ich habe es in Dortmund angegönnt als alter 60er. Und als Junge aus dem Pott habe ich schon dem BVB die Daumen gedrückt. Ja, es war ein bisschen turbulent. Ähnlich turbulent könnte es für euch in den nächsten Wochen zugehen. Da muss auch viel Kampf auf dem Platz passieren, sicherlich. Was erwartest du so, was jetzt auf euch zukommt in den nächsten Wochen? Ja, was uns erwartet, ist eigentlich klar. Also wir müssen alles in die Waagschale werfen. Es sind 4 Endspiele. Ich glaube, dass keiner damit gerechnet hat, dass wir zu diesem späten Zeitpunkt der Saison noch so gute Chancen haben auf den direkten Klassenerhalt. Und ja, ich denke, gegen Bremen haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, haben uns leider am Ende nicht belohnt. Aber das war auf jeden Fall der richtige Weg und ja, so müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Kann man sagen, dass diverse Leistungsträger bei euch im Team zum rechten Zeitpunkt wieder in Form sind? Ich meine, Mario Glenz hat eine super Bude gemacht, du hast auch getroffen, bist wieder da. Ist das so doch auch ein kleiner Vorteil dann? Ja, ich denke, ist immer ein Vorteil, wenn man eine ansprechende Form hat, aber ich denke, wir haben einen ganz ausgeglichenen Kader. Gut, die Rückrunde hat das jetzt ja nicht so widergespiegelt, unser Leistungsvermögen, sage ich mal. Trotzdem sind wir jetzt auch mit dem Spiel gegen Augsburg sind wir auf einem ganz guten Weg wieder. Dortmund war eine Ausnahme, das war ein Bonusspiel. Und ja, jetzt gegen Freiburg, ja, ich sag mal, geht es um alles schon. Wie war jetzt für dich, du hast die Rückrunde schon angesprochen, wie war für dich jetzt die Rückrunde bisher? Du warst verletzt, bist dann auch nicht so zum Zug gekommen. Ist das sehr schwer? Ich meine, du bist jetzt schon ein bisschen länger Profi, kennst solche Phasen auch, aber ist es schwer, damit dann umzugehen? Ja, mittlerweile bin ich ja im Alter, wo ich das alles ganz gut einschätzen kann, aber ich weiß natürlich selber, dass meine Form in der Rückrunde nicht so gut war, wie halt in der Hinrunde, das ist ganz klar. Aber ich denke, es gibt immer Höhen und Tiefen in der Saison und ich hatte dann vielleicht ein kleines Tief, vielleicht ein bisschen länger, als ich mir das erwünscht habe. Aber gut, ich habe mir jetzt nicht so viel den Kopf darüber gemacht, habe weitergemacht und ja, habe mich dann, gegen Bremen ein bisschen damit belohnt. Ich denke, der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir sollten alle weiter Gas geben und am Samstag in Freiburg geht's weiter. Wie zieht man sich in so einer Phase aus so einem Tief raus persönlich? Du hast gesagt, du machst dir nicht so den Kopf darüber, sondern machst einfach weiter. Aber gibt es dann so Momente, wo du da sitzt und sagst, boah, Mensch, jetzt? Ja, das stimmt schon, klar. Klar macht man sich Gedanken. Oder gibt es irgendwen, der dir dann hilft dabei in so einer Situation? Ja, ich sag mal schon, der Trainer hat mir schon ein bisschen in den Arsch getreten, kann ich ja schon so offen und ehrlich sagen. Das war auch gut so, sage ich mal. Ich stand mir vielleicht ein bisschen selbst im Weg. Aber wie gesagt, ich kenne diese Situation ja schon ein Stück weit. Und man muss einfach kühlen Kopf bewahren. Und ich denke, das hat die Mannschaft auch die letzten Wochen gemacht. Ich habe jetzt nicht so die große Unsicherheit gespürt, wie es vielleicht noch zu Beginn der Rückrunde war. Ich denke, wir haben uns da alle gemeinsam herausgezogen und ich denke, das sieht man auch auf dem Platz. Wie wichtig ist das dann in so einer Phase, wenn man die Chance bekommt? Du hast dann quasi direkt eine Vorlage gegeben zum 1-0, dann das 2-0 gemacht. Ist das dann so ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann auch als Spieler auf dem Platz merkt, okay, jetzt ist mein Selbstbewusstsein wieder da? Ja klar, natürlich gibt es ein Selbstvertrauen. Aber man hat auch gemerkt, so, dass man von der ersten Minute an, dass wir als Mannschaft komplett da waren. Und wir haben einfach ein super Spiel gemacht und da hat jeder seinen Beitrag dazu getan. Und wir haben es einfach verpasst, den Sack zuzumachen. Und ja, schade eigentlich, dass dann nach so einem Spiel, dass man da nur mit einem Punkt da steht. Aber ich denke mal, am Selbstvertrauen hat es nicht gelegen. In den
Medien war viel zu lesen, dass dich dein Rekordtor ein bisschen gehemmt hätte. Ist da was dran? Wie würdest du das sagen? Also erst einmal habe ich jetzt mich nicht so viel damit beschäftigt, was in der Zeitung steht. Früher, als ich ein bisschen jünger war, da liest man sich natürlich viele Sachen durch und das bringt einen dann auch zum Nachdenken. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt, immer alles nachzulesen. Deswegen hat mich das jetzt nicht so beeinflusst, aber klar kommen dann immer Stimmen auf, die dann das sagen nach dem Tor. Aber ich persönlich habe es jetzt vielleicht nicht so empfunden, aber gut, das müssen dann andere entscheiden. Naja. Hast du eigentlich schon mal, der Trainer war sich nicht so sicher, eigentlich schon mal ein Kopfballtor erzielt? Doch, das habe ich schon gemacht. Sogar gegen Paderborn sogar, damals in der zweiten Liga mit Rot-Weiß Oberhausen. Mit 60 habe ich auch einen gemacht, also ja. War jetzt mein drittes, also ist schon für meine Verhältnisse ist schon nicht schlecht. Kopfball-Ungeheuer. Kopfball bin ich echt nicht der Beste, das stimmt schon. Jetzt gab es rund um das Spiel so einen kleinen traurigen Moment oder einen größeren traurigen Moment für euch in der Mannschaft mit Florian und seinem Vater. Ja. Wie sehr beeinflusst euch das oder beeinflusst das die ganze Mannschaft in der Vorbereitung auf so ein Spiel? Ich meine, ihr habt dann auch nach dem Tor das Trikot hochgehalten. Vor dem Spiel habt ihr angekündigt, wir wollen heute für Florian das Spiel wuppen. Wie sehr ist das dann in den Köpfen? Ja, André Breitenreiter hat auch gesagt, ihr hättet alle zusammen getrauert in der Kabine. Ja, das stimmt. Also der Tag danach war natürlich schon extrem schwer. Flo war ja dann bei uns in der Kabine, hat uns das dann alles so ein bisschen erzählt. Und ja klar, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und sind halt Momente, wo man dann sehr traurig ist, klar. Und den einen oder anderen Spieler sind dann schon die Tränen ins Gesicht geschossen. Aber gut. Wir wollten auf jeden Fall das Spiel dann auch ein Stück weit für ihn gewinnen. Das ist ganz klar gewesen und habe riesen Respekt vor Flo, dass er zu uns in die Kabine noch gekommen ist, zu uns gesprochen hat. Also ich wüsste nicht, was ich in dieser Situation getan hätte. Ich hätte wahrscheinlich kein Wort rausgebracht und deswegen wollten wir auf jeden Fall für ihn gewinnen. Dann, ich sag mal, im Spiel selber denkt man jetzt nicht mehr so daran. Dann klar mit der Aktion dann von Mario nach seinem Tor, das ist natürlich eine Geste für ihn und die soll ihm natürlich ein Stück weit Kraft geben, um zu symbolisieren, dass wir halt für ihn da sind als Team und in Gedanken bei ihm sind und immer noch sind. Und er macht auf jeden Fall, er und seine Familie, eine sehr, sehr schwere Phase durch und wir fühlen auf jeden Fall mit ihm. Ja. Wie gesagt, das war auch eine schöne Aktion mit dem Trikot. Hat er auch von der Resonanz her den Anklang so gefunden. Den Sprung von dort zu dir privat, wie ist das bei dir privat? Familie auch sehr wichtig oder wo sind so deine Quellen, wo du deine Kraft herholst? Natürlich Familie auf jeden Fall, ganz klar. Fahr gerne immer nach Hause, zu mir nach Duisburg. Meine Freundin ist auch sehr wichtig. Ich bin auch sehr oft bei ihrer Familie in Hannover und auch allgemein meine Freunde, mit denen ich auch viel Zeit verbringe. Und das ist schon, natürlich Familie ist schon wichtig, klar. Du hast betont, du bist ein Junge aus dem Pott. Richtig, Duisburg, ist das für dich immer noch so deine Heimat? Du hast gerade schon gesagt, du fährst öfter hin. Aber ist das auch da, wo dein Herz noch liegt, wo du gerne immer wieder zurückfährst, wenn du die Zeit findest? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man sollte nie vergessen, wo man herkommt. Ich komme aus Duisburg, da bin ich aufgewachsen. Da habe ich meine Freunde, meine Eltern leben dort. Habe da auch meinen Wohnsitz noch. Und deswegen, ich fühle mich da wohl. Viele Leute sagen immer zu mir, Duisburg, das ist doch richtig hässlich da. Die Leute kann ich gar nicht verstehen. Also haben sie wahrscheinlich die falschen Ecken gesehen, aber... Hat sich viel getan auch, ne? Genau, das auch auf jeden Fall, aber auch nicht. Ich denke, jeder fühlt sich dort am wohlsten, wo er halt aufgewachsen ist. Und bei mir war es halt Duisburg und deswegen werde ich diese Stadt immer in mein Herzen tragen, klar. Was ist so der krasseste Unterschied für dich zwischen Ruhrgebiet, Duisburg und Paderborn in Ostwestfalen? Was ist der Unterschied? Ist schwer zu sagen. Also ich wohne ja in Delbrück, also jetzt nicht mitten in Paderborn, aber Paderborn ist auch, gefällt mir auch sehr gut. Klein, aber fein, sage ich mal, die Innenstadt und ist nicht so viel los. Ich habe ja auch in München gewohnt.
das ist ja dann schon etwas anderes wieder. Sag ich mal, da würde ich mich schon eher immer für eine etwas kleinere Stadt entscheiden, weil da schon sehr viel los ist und das mag ich jetzt nicht, aber obwohl München auch eine schöne Stadt ist, klar. Aber gut, das Medienaufkommen ist da auch ein bisschen höher, ne? Das die gehen dir dann eher ein bisschen auf die Nerven. Oder? Das ist schon ein bisschen was anderes als hier, klar. Ja. Currywurst als Brotwurst? Ja. Wie? Genau? Scharf? Schön scharf, ja. Vermisst du die hier? Na, ich habe gestern eine gegessen, deswegen kann ich jetzt gerade vom Vermissen nicht so sprechen. Wie oft darfst du die essen? Ja, gestern war ja frei, deswegen darf man sich da schon mal was erlauben. Also. Hm. Was ist denn so, was hörst du eigentlich musiktechnisch? Ja, ich bin so mehr der Typ, der auf Hip-Hop steht. Okay. Amerikanisch, Deutsch schon. Was also. Genau da, was ist so dein Favorit? Ja, unterschiedlich, gibt viele. Ich will jetzt nicht einen herausheben. Mhm. Also. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Was sind so deine Hobbys? Was ist so ein Ding, wo du sagst, da kann ich mich zurücklehnen, entspannen, abschalten vom Fußball? Ja, Kino hast du ja schon gesagt. Also, was mache ich? Also, ich gehe gern shoppen, klar, mit meinen Freundinnen. Und Kaffee trinken, mit meinen Jungs treffen. Kleidet sie dich ein? Ja. Also eigentlich nein, aber sie, wenn ich mir irgendwas anprobiere, was ihr nicht gefällt, wird sie schon meckern, aber gut. Letztendlich ziehe ich dann doch an. Was du ja, sie ist ja im Moment noch in Hannover, sie studiert ja noch in Braunschweig. Deswegen ist sie ja meistens noch dort und deswegen kleide ich mich morgen schon alleine. Mhm. Also das schaffe ich schon noch. Aber okay, schaffst du alleine, ja. Brauchst du auch die Mitspieler nicht für, ne? Nein. So, dann kommen wir mal zum Sportlichen noch mal zum Abschluss. Freiburg hast du schon gesagt. Pflichtsieg, müsst ihr da unbedingt gewinnen? Ja, wäre natürlich vom Vorteil, klar. 3 Punkte. Jeder Punkt ist jetzt wichtig in dieser Phase. Und wäre natürlich von großer Bedeutung, wenn wir da 3 Punkte mitnehmen, ganz klar. Wie ist das anzustellen? Streich und Freiburg, immer eine Mannschaft, die offenbar eine Halbzeit ganz schlecht spielen können und dann nochmal zurückkommen, ähnlich wie es Werder hier gemacht hat. Ja. Ja, ich denke, wir sollen das Spiel so angehen, wie wir das jetzt auch gegen Bremen gemacht haben, dass wir unsere Stärken ausspielen, dass wir schon vorne attackieren und dann immer wieder Nadelstiche setzen. Und ja, wir haben auch die Woche gegen Bremen sehr gut die Standards einstudiert. Ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert. Hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen können, aber gut. Ich denke, diese Stärken, die wir uns jetzt so erarbeitet haben, das sollten wir dann schon wieder einbringen. Und Elfmeter trainieren, nicht vergessen, ne? Das, was wir gestern gesehen haben mit dem Ausrutschen. Ja, schon kurios, oder? Ja, das ist ein bisschen bitter. Ist es aber ein Vorteil für euch, dass ihr noch 2 direkte Konkurrenten habt? Oder vor allem am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Stuttgart vielleicht noch alles in der Hand habt selber? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also das ist schon ein Vorteil, weil somit haben wir es ja in der eigenen Hand. Wir müssen uns jetzt nicht auf andere verlassen und ja, es gibt keine Ausreden, auf jeden Fall dann. Vielleicht braucht ihr auch ein bisschen Glück noch dazu. Wir haben hier nämlich, tada, ein Glücksschwein. Braucht ihr sowas? Glaubst du, bist du abergläubisch? Hast du einen Glücksbringer? Nein, eigentlich nicht, aber natürlich. Aber so ein Schweinchen. Ja, gut. Das willst du mir aber jetzt nicht mit nach Hause geben, ne? Nein. Sei du möchtest es. Hab keinen Platz. Gut, Moritz, dann danke ich dir, dass du da warst. Lustige Runde. Kein Problem. Euch danke ich fürs Zuschauen. Teilt es, verbreitet es und ich wünsche allen viel Spaß, die mit nach Freiburg fahren und euch viel Erfolg, ne? Vielen Dank. Danke dir. Ja. Tschüss.